Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask. Wir sind wieder am Start und jetzt immer noch in der Sora-Höhle. Ich hoffe, dass ich mich von hier aus rausporten kann. Wie war das? So. Denn wir werden uns jetzt um die Eier kümmern. Um die Eier zu finden, müssen wir Folgendes machen. Wir gehen erst einmal wieder zurück zu den Sümpfen des Vergessens. Ja, wir müssen noch einmal hin. Wir kommen nicht drum herum. Es zählt leider mit dazu und es gehört auch mit dazu. Und dort müssen wir uns so schnell wie möglich natürlich nicht um Feen kümmern, aber um Geld. Und vor allem kümmern wir uns um den Trank, den wir ursprünglich schon mal genommen hatten, um dem einen Wachposten zu begegnen, der eigentlich am Mikana Canyon auf uns warten sollte. Was aber nicht tut. Was sehr schlecht für uns ist. Jetzt sind hier Soras in den Sümpfen des Vergessens. Dort, wo man sie niemals erwartet hat. Guti. Wir sind schon fast wieder bei der Hexe, haben jetzt erst 3 Rubine, brauchen aber mindestens 20, um das rote Elixier zu holen. Glücklicherweise müssen wir die andere Hexe nicht befreien. Mit der haben wir die Quest wenigstens abgeschlossen. Danke dafür. Jetzt sind wir bei 7 Rubinen. Das ist noch zu wenig. Wir gucken noch mal ganz kurz drüben in die Krüge rein. Dort müssten auch noch mal 5 Rubine mit drin sein. Ja, perfekt. Das sieht schon besser aus. Jetzt sind wir bei 15. Das heißt, gleich können wir auf jeden Fall den roten Trank holen. Und den brauchen wir auch, um das zu machen, was wir machen müssen. Hey, wir haben ziemlich viel zu tun. Nee, mit dir will ich nicht reden. Tschüss. Ich mag die Affen nicht. Ich mochte die auch damals nicht in der N64-Version. Weiß ich nicht, die gehörten irgendwie noch nie dazu zum Zelda-Universum. Oder habt ihr jemals irgendwo Affen gesehen? Ich meine, ja, später in Twilight Princess. Vielleicht sind das die Nachfahren von den Affen. Deswegen leben die auch im Wald. Es gibt da ein kleines Problemchen. Unsere Kunden sind ausschließlich Menschen. Die Tränke sind speziell für den menschlichen Körper rezeptiert worden. Es tut mir leid, aber du musst wohl wieder gehen. Oder auch nicht. Willkommen! Ja, ja, ja. Deine Tränke wirken hervorragend. Und wir nehmen das rote Elixier mit. Dankeschön. So, tschüss, Puppy. Du hast wieder deinen Reibach deines Lebens gemacht. Endlich mal wieder 20 Rubine eingenommen. Nach Ewigkeiten. Das Schöne ist, dass dir das überhaupt nichts bringt. Und du nach 3 Tagen tot bist und wir die Zeit zurückgedreht haben und du dann auch keine Rubine mehr besitzt. Ach, Leute, nee. Trauriges Schicksal. Und damit geht es wieder zurück an den Strand und zwar zur Schädelküste. Ja. Verdammt, wir haben noch nicht mal eine Karte. Aber ist nicht schlimm. Wir kriegen das schon hin. Hübsche Eule. Ganz hübsche Augen hast du. Speichern schon mal. So, wir brauchen jetzt die Sora-Eier. Dementsprechend verwandeln wir uns. Auf geht's. Hier vorne gehen wir nochmal hoch. Vielleicht haben wir hier irgendwas, was wir mitnehmen können, was wichtig wäre, aber ich glaube eher nicht. Okay, ich kann dich nur betäuben. Betäuben bringt mir nichts. Ich muss ihn töten. Aber ich glaube, auch das würde nichts bringen. Hat nicht so eine Gurke auch irgendwie mal ein Herzteil gehabt? Irgendwie habe ich da sowas in Erinnerung. Ja, Rubine brauche ich aktuell. Dankeschön. So, dann gucken wir uns mal um. Wir brauchen auf jeden Fall Inventar. Das Auge der Wahrheit. Aber ich glaube noch nicht hier. Nee, hier sehen wir damit noch nichts. Und da drüben seht ihr auch schon, könnte man den Enterhaken nutzen, um hochzukommen. Okay, dann gehen wir jetzt in die Piratenfestung. Da vorne ist der Eingang. Aber der Haupteingang ist verschlossen. Natürlich. Man soll ja nicht reinkommen. Deswegen gehen wir jetzt unten rein.
Hoffentlich kriegen wir drin genügend Magie. Einmal abtauchen. Wenn ich jetzt schwimme... Geht's, okay. Es ist kompliziert mit dieser Schwimmerei. Da können wir rein. Wunderbar. Das nutzen wir auch gleich. Auf geht's. Eigentlich müsste man X und Y einmal rumdrehen. Wir sind in der Piratenfestung. Leider nur im ersten Teil, aber das reicht schon mal. Ja, wir speichern den Fortschritt. Goodie. Ob es hier auch noch die Möglichkeit gibt, irgendwie einen Teleporter zu aktivieren? Ich glaube ja nicht. Wahrscheinlich müssen wir hier immer durch. Aber das Gute ist, dass es die Möglichkeit später gibt, mit dem Enterhaken einfach so rüber zu switchen. Das sollte nicht unbedingt ein Problem darstellen. Wir schwimmen den mal hinterher. Dann sehen die uns nicht so. Komm, geh weg. Der Skelettfisch. Nur nicht zu nah ran. Unten kommen wir nicht durch. Also müssen wir versuchen, irgendwie nach oben zu gelangen. Und da oben haben wir einen großen Schalter, den wir wahrscheinlich nur als Gorone auslösen können. Nacht des ersten Tages, es verbleiben 60 Stunden. Ja, den ersten Tag haben wir schon gut rumgebracht. Masken. Gorone. So ist gut. Wir haben das unten soweit freigelegt. Allerdings bräuchte ich so langsam mal wieder Magie. Hier ist noch eine Kiste. Was bringt die Kiste? Ja, 20 Rubine, ist okay. Nehme ich. Danke. Dann gehen wir hier hinten durch. Das kann ziemlich spannend werden, meine Lieben. Denn wir müssen jetzt erstmal durch die komplette Festung durchkommen, dort alle Eier finden und gegebenenfalls sogar noch den, jetzt muss ich überlegen. Enterhaken, genau. Das könnten wir weiterschieben. Was bringt mir das? Ich könnte sie auch wieder zurückziehen. Ist ja kein Problem. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, hier durchzukommen. Aber hier geht's auch durch. Oh, ich komme mit dem Schwimmen noch nicht zurecht. Muss ich mich wirklich erstmal zurechtfinden mit. Okay, jetzt können wir nämlich da hinten durch und den anderen nach vorne schieben, beziehungsweise hierher ziehen. So dass wir dann hinten den Gang nutzen können. Wunderbar. Da drin ist noch eine Kiste. Wie kommt man denn da rein? Stimmt oben rum? Ja, sieht gut aus. Was gibt's hier Schönes? 20 Rubine. Naja, haben oder nicht haben. So, wieder hoch. Hier hinten wieder runter. Durch den Gang durch. So langsam brauche ich echt wieder Magie, Leute. Okay, mehr ist hier nicht. Keine Magie, kein nichts. Lassen wir uns doch mal bitte wieder nach oben treiben.
Sehr schön, hier müssen wir wieder runter. Dann müssen wir wieder nach oben. Okay. Erster Gang geschafft. Nächster. Gibt es glücklicherweise noch keine Piraten? Die haben sich schön ferngehalten. Ah, da gibt's noch was. Was haben wir denn hier? Weitere 20 Rubine. Na, wir werden noch reich, doch. Und ein Herzteil. Na, aber hallo. Das will ich haben. Hier kommen wir nur mit dem Goronen weiter. Da drinnen kommen wir gar nicht rein. Gehen wir erstmal komplett nach oben. Wir müssen die Goronenmaske aufsetzen. Und das Herzteil gehört uns. Perfekt. Hoffentlich gibt es auch nochmal Magie. Nö, natürlich nicht. Guti, aber immerhin. Wir haben immer noch 7 Herzen. Das ist zu wenig. Wir müssen uns jetzt auch in Ruhe umschauen, um zu gucken, wo es weitergeht. Da auf jeden Fall nicht. Oh, ich ahne es. Einmal die Fässer zerstören. Da müssen wir bestimmt drüben irgendwas auslösen. Ja, wusste ich's doch. Natürlich. Wow, es wurde sogar verhindert, dass wir einfach so hier durchschießen können. Das ist total cool gemacht. Okay. Okay, wir sind durch. Der Rest ist egal. Mikau, du musst wieder ran. Wir schwimmen erst oben rum. Ansonsten werden wir unten wieder rausgespült, dann haben wir nichts gekonnt. Oh, und hier dürfen wir hoch. Super. Okay. Damit können wir den Schalter auslösen. Dann würde die Tür aufgehen. Wir stellen uns rauf und benutzen die Sora-Dinger, die total daneben liegen. Okay, hat super geklappt. Ja, warum geht ihr auch irgendwo durch Wände durch? So, gleich nochmal. Und ab geht's nach oben. Okay, es scheint hier noch mehr zu geben. Ich hätte gar nicht so früh abspringen brauchen. Aber wir gucken uns erstmal um. Dankeschön. Und hier können wir nach oben. Was sehen wir, wenn wir auf der anderen Seite wären? Nämlich runter. Hier ist noch was. Ah ja, von hier aus können wir die Piratenfestung beobachten. Ich glaube, das hat auch einen besonderen Grund. Soll ich irgendwas Besonderes angucken? Da gibt es eine Möglichkeit zu speichern, das ist schon mal schön. Bringt mich nur gerade nicht weiter, okay. Na gut. Da ist ein Kristall, den müssen wir auslösen. Okay, damit kommen wir wenigstens unten durch. Ah, und sind jetzt oben bei den Piraten.
Hier waren wir ja schon. Das heißt, wir haben es im Prinzip komplett rausgeschafft. Und können jetzt oben durch. Was haben wir hier noch Schönes? Ah, die Möglichkeit, uns ranzuhängen, würde dann wesentlich schneller gehen, als wenn wir den ganzen Weg noch einmal müssen. Gut. Die Piratenfestung, hier sind wir richtig. Okay, wir legen erstmal die Maske ab, sicher ist sicher. Verstecken uns hinter der Kiste, benutzen das Auge der Wahrheit. Halt, habt ihr da was gesehen? Da hinten, links. Direkt am Turm. Das, meine Lieben, ist der Grund, weswegen ich das gebraucht habe. Okay. Nee, 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 nee. Was machst du denn? Müssen die Piraten abschießen. So, und jetzt hin. Auge der Wahrheit rausholen. Huch, sag nicht das. Ich bin Shiro, ich gehöre zur Stadtwache, aber mich bemerkt nie jemand. Ich dachte, wenn ich etwas Großes vollbringe, falle ich auf. Also habe ich mich in die Piratenfestung geschlichen, aber das ging schief. Niemand hat meine Hilferufe gehört, nicht mal die Piraten. Ich falle eben nicht mehr auf als ein gewöhnlicher Stein. Ich hätte da eine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie ich besser fühlt? Aber natürlich doch. Deswegen sind wir doch hier. Bitteschön. Ah, das. Das ist es. Oder ist es das? Ich glaube, ich fühle mich besser. Danke. Oh, hier, als Dankeschön. Du hast die Felsmaske erhalten. Legst du sie an, wird deine Erscheinung so unauffällig sein wie ein Stein am Wegesrand. Der verschollene Soldat. So, dann nichts wie weg. Bis dann. Ja, und ich muss so schnell wie möglich die Felsmaske anlegen. So, dann sehen mich nämlich die Piratinnen nicht und dann kann ich direkt vor ihnen stehen. Guten Tag. Siehst du mich? Hahaha. Ich liebe die Felsmaske. Lang lebe die Felsmaske und er haut erstmal ab. Ihn sieht doch keiner, ne? Nö. Und er verschwindet. Ja, cool. Wir haben es geschafft. Jetzt können wir uns hier frei bewegen, ohne großartige Probleme und können mal gucken, wo wir den Enterhaken herbekommen. Irgendwo hier muss er sein, in der Piratenfestung. Und wir brauchen auch die Eier. Frage ist, wo? Vielleicht hier oben irgendwo? Wir sind vielleicht nicht hübsch mit der Steinmaske, aber das müssen wir auch nicht sein. Einfach mal liegen. Dann gehe ich nämlich hier oben rein und schaue mich hier mal um. Ich habe auf dich gewartet. Und? Hast du die restlichen Eier gefunden? Nein, aber nur weil... Was willst du mir damit sagen? Wir werden zum Gespött der Leute, wenn bekannt wird, dass uns das eigene Beutegut gestohlen worden ist. Ja, aber eher wehe. Dort, wo uns die Seeschlangen angegriffen haben, war das Wasser so eigenartig trüb. Schweig! Deshalb also können die Soras keine Hilfe holen. Die Soras müssen bereits verzweifelt auf der Suche nach den Eiern sein. Wenn wir uns nicht beeilen, werden sie das Rennen machen. 4 Eier haben wir hier. Die anderen 3 müssen irgendwo jenseits der 2 großen Nadelfelsen sein, dort, wo die Seeschlangen leben. Wir müssen die Eier finden, bevor sie von den Seeschlangen aufgefressen werden. Verstanden? Zu Befehl. Warte.
Die Sora-Eier sind der einzige Hinweis zum Wirbelsturm, der über der Bucht hängt. Wenn es wahr ist, was der Maskierte sagt, dann sind wir bald im Besitz des Schatzes, der im Tempel im Auge des Sturms ruht. Dann haben wir für den Rest unseres Lebens ausgesorgt. Also, bewegt euch und findet sie. Jetzt! Zu Befehl! Ja, die Suppe werden wir denen mal versalzen. So schnell kann's gehen. Und schon sind keine Piraten mehr im Hauptraum. Oh, und von hier aus können wir jetzt runter. Das war früher auch nicht der Fall. Hier oben war früher irgendwas. Ich glaube, eine kleine Kiste oder sowas. Okay, ja gut. Und damit bekommen wir den Enterhaken, den Fanghaken. Und er ist gleich ein großer Fanghaken. Wir brauchen also nicht erst einen kleinen und einen großen, so wie in der Ocarina of Time. Nein, das ist hier nicht der Fall. Jetzt holen wir uns noch das Ei, das hier im Becken liegt. Wenn wir denn dort hochkommen, aber dafür haben wir den Fanghaken bekommen. Inventar. Du gehst dahin. Den Fanghaken legen wir erstmal hier mit drauf. Denn ich glaube, auch damit können wir die Piratinnen betäuben. So, dann müssen wir die Sora-Maske anlegen. Einmal runtergehen. Flasche benutzen. Und geschafft. Ein Sora-Ei ist in der Flasche. Perfekt. Das erste wohlgemerkt. Jetzt müssen sich noch in dieser Festung 3 Sora-Eier befinden. Holen wir sie uns. Ja, bestimmt. Gucken wir auch gleich mal.